Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Hallo Herr Kirchner. Herr Kammerer. Ich bin tief beeindruckt, wie eigentlich immer, wenn ich an einem Ihrer Objekte bin. Und Herr Kirchner hat gerade was Richtiges gesagt. Ich habe einmal in meinem Leben dürfen, so wie ich möchte. Ja? Keine Einschränkung, keine Anpassung, nichts. Warum? Weil es sein eigener Garten ist, sein eigenes Projekt. Wir haben hinten damals nur den Ausschnitt des Koi-Teichs gezeigt. Mittlerweile ist es fertig, inklusive eines unfassbar geilen Eingangstores. Werden wir gleich sehen, ja. So, werden wir gleich sehen. Und wir haben jetzt hier im Vorgarten angefangen. Herr Kirchner hat gerade sich beschwert, dass hier noch nicht begrünt ist, dass der Bodendecker gerade nicht funktioniert. Aber ich würde sagen, Herr Kirchner, ich glaube, wir freuen uns alle drauf, dass Sie uns einmal durch Ihren eigenen, jetzt gerne, bis auf den Bodendecker fast fertigen, gerne, Garten führen. Und ich würde jetzt die Kamera auf die Hand nehmen. Wie lange haben Sie jetzt insgesamt gebaut? Vielleicht ich habe mir jetzt schon 2 Jahre Zeit gelassen. Ich musste mir auch 2 Jahre Zeit nehmen, weil wir ja immer dann zwischendurch auch nochmal Kundengärten gebaut haben. Die hatten Vorrang, immer. Und den Vorgarten haben wir im letzten September, Oktober, November angefasst. Und ich bin richtig froh, dass wir einen Winter hatten, wie wir ihn hatten. Weil alles, was frisch angepflanzt ist, wunderbar durch diesen ersten Winter gekommen ist. Die Spätfröste haben ein paar kleine Schäden gemacht, aber vollkommen verkraftbar. Ja, aber wenn es noch mal eingewachsen ist und was auch mal wert wäre, ein paar Bilder zu machen nachts, weil jede dieser Stufen hier zum Beispiel hat unten drunter ein LED-Band. Also hier kommt ein Wow-Effekt abends, der ist fast nicht zu toppen, das ist schon gut. Also, und mal eine indiskrete Frage, haben Sie sich selber für sich mal zusammengerechnet, was dieses ganze Objekt jetzt gekostet hat? Das hat mir meine Frau verboten. Ich habe gedacht, Ihre Frau hat sich vorgerechnet. Ja, die weiß es, die weiß es. Aber Sie haben es nicht gemacht. Nein, sie hat mich machen lassen. Das war gut, obwohl sie mich wahrscheinlich aus finanziellen Gründen zwischendurch gerne mal gestoppt hätte. Aber dann habe ich lieber gewartet und gesagt, okay, dann mache ich die Kiefer später oder. Ich habe die Dinge dann Schritt, Step für Step gemacht. Und das ist schon nicht so ohne, was hier reingeflossen ist. Das ist einfach so. Aber ich wollte es auch in aller Konsequenz, bis wirklich alles stimmt, machen. Das kann ich bestätigen. Und Sie gleich auch, das verspreche ich Ihnen. Ich nehme jetzt die Kamera auf die Hand. Und dann wandeln wir mit Jürgen Kirchner durch sein privates Objekt. So, wir können beginnen. Ja, ein paar Details sind immer noch nicht so ganz fertig. Also die Verkleidung dieser kleinen Mauer hier vorne von unten fehlt noch, aber das kommt. Brauche ich nur meine Natursteinkünstler auch hier mal wieder zu Hause. Ansonsten ist das ein Muschelkalk aus dem Frankenland, mit dem wir hier gearbeitet haben, der halt sehr schön zu dem Dolomit, mit dem ich das Haus im unteren Bereich verkleidet habe, passt. Und der auch sehr schön zu den Taunus-Quarzit-Findlingen, die wir hier genommen haben, passt. Ja. Eine Frage. Ich bin ja jemand, der immer publiziert, dass man nicht so viele Sitzecken machen soll, weil man am Ende nur an einer sitzt. Ja. Das ist eine vermietete Wohnung. Ah, okay. Und wir haben in den Mietvertrag reingeschrieben, dass die Möblierung ausschließlich durch mich erfolgen darf, weil ich nicht da ernst, keine Geranientöpfchen oder Ähnliches zum Laufe der Zeit haben wollte. Das kann man verstehen, wenn man das Ganze sieht, glaube ich. Ja. Aber ich habe eine sehr dankbare Mieterin, die glücklich ist, dass wir das alles so. Also wer hier nicht glücklich ist mit dem Exterieur, der hat wahrscheinlich ein Problem im Glück. Ja, mir fehlen noch oben die Gartenmöbel. Also das wäre ja auch mal ein Grund, noch mal wiederzukommen. Weil das wird auch wirklich richtig schön, wenn es oben mal auch leicht japanisiert möbliert ist. Ne? Okay. Gehen wir hoch? Mhm. Okay. Sie laufen vor? Ich gehe vor. Wir sind auch bei allen Belägen und bei den Treppenstufen konsequent in einem Material geblieben. Was ich halt auch mag, sind dann Stufen, die im Anschnitt vorne die originär aus dem Fels herausgebrochene Kante noch zeigen. Und also unbearbeitet vorne sind. Und es gibt halt schon, ja. Sensationell. Und oben sieht man ja jetzt schon das Tor. Und wie lange dauert es, so ein Weg, so eine Treppe zu bauen?
Naja, das Erste war, dass wir die Palisaden einbauen mussten, um überhaupt die Höhen so abfangen zu können, wie wir das tun, weil wir doch hier einen sehr hohen, großen Höhenunterschied zu überwinden hatten. Und dann haben wir erst die Beläge gemacht. Ich glaube, die Beläge waren dann so in 4 bis 5 Wochen fertig, aber dann fasst man halt, wie das bei einem gebrauchten Haus, das wir umgebaut haben, so ist, dann fasst man alles an, dann kommen noch die Edelstahlgeländer neu mit dem Glas und hier unter dem Treppenüberstand ist mein Holzlager fürs Kaminholz. Ihre Frau bestellen Sie mit Tupperware, sehe ich gerade. Die hat schon, ja. Da hat jeder seine eigene Vorgehensweise. Und hier habe ich es aber auch so ein bisschen klassischer gerader gemacht. Das heißt, die Azaleen, die wir hier haben, die werden dann noch im nächsten Jahr sehr viel exakter geschnitten sein. Aber ich bin froh, dass die also wirklich auch erstmal jetzt so toll durch den Winter gekommen sind. Und der Schnitt wird sein Übriges dann tun. Ja, dann kommen wir jetzt zu diesem Tor. Wow. Das Ganze hat angefangen, als ich bei meinem Natursteinhändler da oben diesen Stein, der oben drüber quer liegt, gefunden hatte. Und das war eigentlich ein Abfallstück. Das da hätten die nichts mehr mitmachen können. Und den habe ich gesehen und dann wusste ich genau, das wird mein Tor. Da kommen 2 Säulen runter und wenn man bei Pinterest mal öfters googelt nach japanischen Toren, findet man ein ähnliches wie dieses. Das hat mir die Idee gegeben, weil ich dieses Viereck mit diesen runden Ecken so wunderschön fand. Und ich habe dann also Gott sei Dank auch mit meinem Schreiner Michael Weiß, Fritz, wohnen mit Fritz. Aus Leipzig. Ja, da habe ich jemanden gefunden, der das in dieser Perfektion auch dann umgesetzt hat. Aus Zedernholz. Aus Zedernholz. Das ist alles Zedernholz. Hier fehlen das noch. Das riecht so intensiv gerade noch. Ja, Wahnsinn. Hier fehlen noch diese kleinen Leistchen. Die sind schon fertig. Da sind wir in den nächsten Tagen dabei. So eine kleine Unterbrechung kommt hier unten noch bei der Tür und gibt noch so einen allerletzten Pep. Dann lade ich Sie jetzt ein. Mein Mustergarten, den ich also nicht nur für mich, sondern auch für die Kunden, die mich mit einem Planungsauftrag überzeugt haben, dass sie es ernst meinen, gebaut habe und jederzeit dann auch diesen Garten mal besichtigen können. Also mit anderen Worten, ist es hier kein Tag der offenen Tür? Nein, das mache ich nicht, aber... Dass man mal kurz klingelt. Also wenn jemand mich wirklich überzeugt, dass es ihm ein Anliegen ist, den Garten mal zu sehen, dann kann er sich gerne bei mir melden. Ich würde sicherlich nicht Nein sagen. Ja, so sieht es jetzt aus. Dürften wir noch mal ganz kurz das Tor anschauen, weil wir filmen jetzt mit dem Licht. Wahnsinn, ich mach mal den Schlüssel nur noch. Hier fehlt noch der Knauf, die Bedienung, das muss auch was ganz Besonderes werden. Wahrscheinlich nehmen wir... Wow. Und angefangen hat es mit dem oberen Querstein. Das hat mit dem oberen Querstein angefangen. Den habe ich irgendwo gesehen. Und dann habe ich gedacht, den legen wir oben drüber. Das ist jetzt nicht die Schokoladenseite. Die Schokoladenseite ist wirklich von unten. Aber... Diese Art der Verarbeitung ist schon, bin ich richtig glücklich mit, ja. Sehr gut. So, wir haben damals nur den rechten Teil des Keuteiches beschrieben und angeschaut. Dieser Teil hier ist jetzt, noch im Herbst, Winter fertig geworden. Was jetzt noch fehlt, ist die japanische Laube, die dort oben kommt, die 2 geschlossene Flächen hat. 2 halbe Shoji-Wände rechts und links, ansonsten aber offen gestaltet, sodass man von da aus über den ganzen Garten schauen kann. Das soll da hinten auf das Deck? Das kommt hier hinten, ja, das kommt hier hin. Ich hatte heute gerade Christoph Kreuzberg da, mit dem wir dann die Ahorne, das ist die richtige Zeit jetzt, die Ahorne ein bisschen durchgestaltet haben. Also wir sind noch nicht ganz fertig, aber die meisten sind jetzt so, wie ich das will. Der Schlitzahorn ist deutlich transparenter gemacht worden, als er mit seinem urwüchsigen Austrieb jetzt im Frühjahr vorher ausgesehen hat. Das ist der Schwimmteil? Das ist der Natural Pool Teil, ja. Wir sind im Inneren, das sieht man jetzt ohne weiteres noch schwer am Umbauen, deswegen ist also jetzt noch kein guter Blick aufs Haus, aber das kommt auch noch. Ja, so langsam, ich bin sehr froh, wie in diesem Frühjahr, wie gesagt, alle Pflanzen dastehen. Die Eibenhecken, die Taxus sind toll durch den Winter gekommen,
auch da auf der anderen Seite, diese beim Keuteich, die so halb rund geschnittenen. Das tut mir jetzt leid, Sie sagen, der Taxus ist toll durch den Winter gekommen. Ja, das ist der eine Unterpflanze, den müssen wir austauschen. Ja, das weiß ich. Das war jetzt keine Absicht. Ja, alles gut. Soll ich das rausschneiden? Oder? Alles gut. Nö, um Gottes Willen. Das ist Garten. So. Aber ansonsten sind die Taxuswände halt so, dass ich sage, wow, also werden ein Stück dichter, werden ein Stück besser. Leider ist die ganz große Azalea, die Hino Crimson, die ist jetzt schon leicht verblüht. Und was jetzt wesentlichen blüht, ist Purple Splendor. Das ist diese hier? Das ist die Sorte, ja. Das ist vielleicht auch ein bisschen, sag ich mal, zu viel, too much. Aber es ist die von mir favorisierte Sorte, weil mich interessieren im Wesentlichen die 11 Monate ohne Blüte. Da wollte ich Sie ohnehin mal fragen, weil im ersten Interview fürs Modern Coin Magazin sagten Sie, dass Sie Blüten eigentlich gar nicht interessieren. Sie sind Fan des Grüns. Ich bin der große Fan für die übrigen 11 Monate oder 10 Monate, weil es blüht mit Abwechslung hier 2 Monate lang. Im Frühjahr finde ich das auch gut. Aber jetzt zum Beispiel denke ich, wenn jetzt die ganzen Blüten weg sind, wir haben die einzelnen Grüntöne, wird der Garten noch mal deutlich, deutlich ruhiger und ja. Also Sie haben ja auch meinen Garten geplant und gebaut und ich habe keine einzige Blüte und ich vermisse auch keine einzige. Die Grüntöne übers ganze Jahr, das ist das, was fasziniert und beruhigt. Was ich dann sehr mag, ist nochmal richtig Herbstfarbe. Da bin ich also dann wirklich absoluter Fan. Momichi. Oder Indian Summer, wie es die Amerikaner nennen. Ich bin schon ganz zufrieden mit der Wasserqualität. Oh ja. Aber das war noch vor ein paar Tagen besser. Aber dieser kleine Bonsai, der da steht, dieser Mädchenkiefer, dieser hat derartig viel Blütenstaub. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Doch, ich habe ja auch eine Kiefer im Teich stehen. Ja, so, die macht irgendwie, die hat mir wirklich dieses kleine bisschen Trübung, was da ist, verursacht. Aber im Großen und Ganzen ist, glaube ich, was sagen Sie zum Wasser, Herr Kamera? Gigantisch. Schon okay, ne? Ja, absolut. Auch die Fische sind toll über den Winter gekommen. Wir haben sie ja relativ spät eingesetzt. Und im Frühjahr hatten sie ja ein bisschen Sorgen. Dann haben wir sie mal auf Salz gesetzt. Jetzt sind wir quitt, so wie ich ihm immer die WhatsApp schicke, wenn der Baum irgendwie ein bisschen anders aussieht und er mich dann beruhigt. Und dann habe ich ihm Salz mitgebracht zu einem Termin, wo wir uns gesehen haben. Und also besser als diese Koi kann man nicht drauf sein. Die Farben sind okay. Es ist kein Schleim drauf. Die schwimmen ganz ruhig. Jetzt haben sie sich unter der Brücke versteckt. Nein, wir zeigen uns nicht, haben sie jetzt gesagt. Doch. Hier. Das Mädel ist das, was am meisten frisst. Wir können ja auch gleich einmal Futter geben. Dann hier, Sanke, also die Farben und den Kohaku, die Farben sind fantastisch. Das Rot ist schon wieder deutlich besser geworden. Ja, also ich finde, das hier ist schon sehr viel intensiver geworden. Und der Schoba drückt das Schwarz oben am Kopf jetzt durch. Der wird auch Hammer. Also das Wasser ist toll und das Wasser sieht auch weich aus, geschmeidig. Also, aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe heute wenig Augen für Koi. Ja, gut, okay. Ich habe ja immer gesagt, Koi sind für mich dann das letzte bisschen Beiwerk, was dann für mich den Garten also wirklich abrundet. Hier müssen Sie einen Stuhl hinstellen. Ich finde, das ist die Schokoladenseite, oder? Ja. Wo würden Sie sagen, ist die Schokoladenseite? Ja, ich finde, der Durchblick von ganz dort hinten hier rüber, das können wir gleich nochmal machen, finde ich. Dann entscheiden Sie selbst. Ich sage hier unter dem Ahorn. Hier reinschauend, die Koi vor sich. Genau, und dann den Wasserfall so seitlich mitnehmen. Das ist auch das, was ich also in der letzten Zeit häufig gepostet habe. Ja, ist so. Auch hier sind wir jetzt in den nächsten Tagen. Kommt noch die Beleuchtung, die Effektbeleuchtung unter den Bäumen. Aber nicht in bunt. Nicht in bunt. Und nein. Never. Warm-weiß. Nichts anderes. Ja, wenn Sie mit mir mal jetzt ein Stück hier hingehen und einmal hier rüber. Das ist auch eine meiner Lieblings. Ja, das kommt gut. Kommt sehr gut. Mit diesem wunderbaren Ahorn dort hinten, der so wie ein Schirm übers Wasser kommt. Schlangengleich diese Stämme. Das ist schon Hammer. Also irgendwie ist der Garten von jeder Perspektive umwerfend. Ja. Und trotz der bunten Azaleen strahlt er immer noch ein Stück weit Ruhe aus. Nicht? Absolut. Durch das, dass wir eine Einfarbigkeit haben, finde ich auch, kommt sensationell. Aber ich freue mich auch drauf, bis wir ihn dann das nächste Mal in ganz grün sehen. Und
Wie kriege ich Ihre mit fertiger Japanlaube und dann. Wie bekommen wir Ihre Frau davon überzeugt, dass da Fische rein müssen in den linken Teil? Nein, never. Ich wäre dabei, wenn wir samstags mal unter die Mauer durchreisen. Ja, wenn wir ja. rausstellen. Genau. Naja. Nein, aber das ist schon okay. Also dieser kleine Natural Pool zum Abkühlen, der ist schon toll. Ja, das macht schon auch Spaß. Noch ein bisschen viel Sand unten drin vom Bauen auch. Also ich brauche auch noch so eine Schwimmbadkatze. Dann wird es noch perfekter, aber gut. Gigantisch, Herr Kirchner. Haben Sie gesehen, was vielleicht auch mal zum Hinschauen wert ist? Das ist ja diese... Das machen wir im nächsten Block. Das machen wir im nächsten Block. So, okay. Weil ich habe für den nächsten Block einfach Herr Kirchner mal gebeten. Wir fangen wieder genau unten an, wo wir diesen Block begonnen haben. Wir haben jetzt das Auge auf den Garten, auf die Fische, aufs Wasser gerichtet. Die Filteranlage kennen wir schon. Und im nächsten Block würde ich Herrn Kirchner einfach bitten, dass er uns einfach im Schnelldurchgang mal sagt, was ist welche Pflanze, weil viele Leute, die interessieren sich natürlich dafür. Und ein paar kenne ich auch, das müsste hier eine Schwarzkiefer sein, sage ich mal. Das genau, Pinus thunbergii, ja genau. So, da vorne haben wir einen Mädchenkiefer. Aber falls Sie sich für so einen Baum interessieren, dass Sie dann auch tatsächlich wissen, was Sie googeln müssen, weil gerade bei den Ahornkiefern, da gibt es so viel verschiedenes Gehölz. Und da würde ich mich jetzt freuen, wenn wir mit Ihnen noch eine Runde durch den Garten schlendern dürfen. Gerne. Danke. Gerne. Machen wir.